Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir haben zuletzt das Maria-Turnier gewonnen, haben ein neues Pokémon im Team dabei und hier ist letztens Team Plasma lang gelaufen. Deswegen werden wir auf jeden Fall mal schauen, was es damit auf sich hat. Man kann auf dieses Schiff hier rauf. Dann denke ich mal, müssen wir da hin, oder? Okay, Charon und Bouts Junior sind schon mal hier. Dieses Schiff. Warum ist es so kalt? Außerdem... Es sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. Hallöchen. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Ja, okay, sind auf jeden Fall einige, aber das passt schon. Ist das etwa euer Versteck? Okay, jetzt werden es langsam mehr. Bingo, du hast es erkannt. Eieiei. Deswegen sind hier so viele von uns. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Spiel dich nicht so auf. Auf geht's. Macht sie fertig. Plasma! Nur, dass du's weißt. Ich bin jetzt richtig sauer. Okay, Alter. Bouts Junior legt sich komplett alleine mit Leuten an. Mit sechs alleine. Du bist als erster dran. Na gut. Dann leg mal los. Das heißt, Charon übernimmt 5. Ich übernehme 2. Und Bouts Junior übernimmt scheinbar auch nochmal irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 oder so. Smogon. Okay. Interessant auf jeden Fall. Du kannst dich ruhig in die Luft jagen. Das würde den Kampf deutlich verkürzen. Leider kannst du schweben, ne? Gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, Smogons Spezialverteidigung ist nicht gerade gut. Wir versuchen es einfach mal mit Juwelenkraft. Wenn es über die Hälfte abzieht. Oh, es zieht ungefähr die Hälfte ab. Dürfte nicht sehr effektiv sogar sein auf Gestein, ne? Yep. Ja, dann nochmal Juwelenkraft. Haben wir eine treffsichere Attacke, die über die Hälfte abzieht. Dafür lohnt sich Juwelenkraft, weil Steinhagel hätte nicht gereicht. Bin ich mir jetzt recht sicher. Smogon hat eine ganz gute Verteidigung. Du vertraust doch nicht etwa blind deinen Pokémon oder wie oder was oder wieso, weshalb, warum? Der Nächste, los, beeilt euch! Jetzt bin ich dran, oder genauer gesagt, ist jetzt mein Unrat Tytox dran. Oh, ein Gift-Pokémon ist ja putzig. Da habe ich richtig Angst vor. Dann schick mal dein Unrat Tytox in den Kampf. Ich bin super gespannt drauf. Ich habe schon richtig Angst. Okay. Unrat Tytox auf Level 30 sollte definitiv machbar sein. Wir beginnen mit Dampfwalze. Und Horta kommt. Oder ein Horte mal. Ich hoffe, dass es durch Dampfwalze, dass wir damit die Hälfte abziehen. Und dann, dass es langsamer ist als wir. Ach ja, die Verteidigung steigt sogar, ne? Okay. Wir versuchen mal einen Steinhagel. Es ist leider auch schneller. Okay. Aber macht nichts. Macht schon nichts. Mal gucken, wie viel Steinhagel der jetzt abzieht. Weil die Verteidigung, Spezialverteidigung ist ja wieder jetzt Standard. Unsere mächtigste Attacke überlebst du leider knapp. Okay. Dann Dampfwalze. Bodycheck geht sogar daneben. Bye bye. Und Ratutux. War schön mit dir. Gut. Zoroa erreicht Level 30. Wunderbärchen. Entwickelt sich, glaube ich, auch bald. Ich glaube, 35. Oder ist es schon auf 30? Ist es jetzt schon soweit? Nice! Nanu, Zoroa entwickelt sich. Sehr schön. Dann kann es jetzt auch von alleine kämpfen. Es hat zwar super, super schlechte Verteidigungswerte, aber das passt schon irgendwie. Das passt schon. Gut. Und damit haben wir ein Zoroark. Ich glaube, das könnte tatsächlich eines unserer Pokémon sein, die draufgehen könnten. Eben wegen der schlechten Verteidigungswerte. Aber wir müssen mal gucken. Versucht Nachthieb zu erlernen. Auf jeden Fall. Boah. Wie findet ihr dann, ne? Nachthieb hat Stärke 70. Genau. Und hohe Volltrefferquote. Also im Prinzip genau wie Gifthieb. Was wir jetzt, oder Giftstreich. Ich glaube, Giftstreich heißt es, ne? Was wir X-Bad beigebracht haben. Nur vom Typ Unlicht. Ja, dieses Bulk. Es erinnert mich an den Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Okay. Wir können gerade zumindest mal Zoroark nach vorne packen. Hätte ich, glaube ich, auch Bock drauf. Den Epeta nehmen wir den mal weg. Und am besten wäre es, wenn wir dir ein Schattenglas oder sowas geben könnten. Aber ich glaube fast, dass wir keins haben. Krummlöffel für Psychoattacken. Fahrtungknoten, Holzkohle. Granitstein, Flinkklaue brauchst du nicht, bist relativ schnell wahrscheinlich. Pudersand, Nugget, Superschutz, Großlinse. Dieses Vergrößerungsglas erhöht die Genauigkeit etwas. Auch kein schlechtes Item, aber auch nicht gerade sinnvoll gerade für unsere jetzigen.
Sanftlock erhöht Sympathie. Sympathie ist sowieso schon auf dem Maximum. Macho-Band bringt auch nicht so viel. Seegesang wäre eine Alternative. Expertengut. Erhöht sehr effektive Attacken. Großwurzel, Luftballon. Luftballon ist halt nur so ein Einweg-Item. Beulenhelm. Ja, Beulenhelm. Ja, ist halt nur bei Berührung, ne? Auch nicht so geil. Ich würde mich ja schon gerne am nicht berührt werden lassen. Ihr versteht schon. Deswegen wäre ich auf... Ja, ich glaube, ich gehe auf Seegesang. Damit kann es sich zumindest wieder ein bisschen heilen. Das passt dann schon so. Okay, dann schauen wir mal, was Zorok so drauf hat. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier so ein bisschen. Hört mal, wir sind so viele. Gebt gefälligst auf. Ich komme allein zurecht. Geh und hilf Charon. Okay, dann helfe ich halt Charon. Zwei gegen einen. Wir machen dich platt. Flo, ich möchte Ihnen zeigen, was wir zusammen erreichen können. Unterstützt du mich dabei? Na klar, gerne. Oh, ich weiß gar nicht, als welches Pokémon Zoroark jetzt auftaucht. Das ist ja immer das letzte in unserer Liste. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob wir da irgendwie taktisch was machen können. Dass wir zum Beispiel hinten ein Geist-Pokémon hätten oder sowas und die dann mit Unlichtattacken angreifen. Und das wäre ja nicht sehr effektiv. Zum Beispiel Obispark und Zoroark. Wobei Zoroark als Ramot auftaucht. Okay, das ist interessant. Interessant. Aber super verwirrend auch, ne? Müssen wir uns immer bewusst sein, dass es gerade eigentlich Zoroark ist. Okay. Wobei, wenn man die Attacken sehen sollte, das relativ bewusst sein. Ja. Boah. Ich muss mir überhaupt mal die Werte vielleicht angucken von Zoroark. Wäre vielleicht schon ganz sinnvoll, ne? 77 Angriff, 86 Spezialangriff. Also da haben wir tatsächlich ein Pokémon, was langsam rankommt an den Wert von Ramot. Und dann haben wir die Attacken, ne? Nachthieb wäre physisch, Stärke 70. Standpauke wäre 55. Senkt dabei den Spezialangriff. Und Schmarotzer würde den Angriff des Gegners nehmen. Wäre aber die stärkste Attacke. Aber ich denke, unser Angriff sollte stärker sein als der von Golbat. Deswegen glaube ich, greife ich mal Boah, Slimer an. Mit Nachthieb. Passt schon. Bispark wird schon irgendwie was erreichen können. Donnerzahn kommt. Okay, nice. Könnte sogar reichen. Na, ja, nicht ganz. Windschnitt. Ja. Passt schon. Gegen mich wurde ein Volltreffer gelandet. Na klar. Und mein Trugbild verschwindet. Und die Matschbombe auf Unlicht. Eieiei. Und schon stecken wir so ein bisschen in der Klemme. Aber eigentlich, da das nur ein Volltreffer war, werden wir mit Nachthieb jetzt einfach, ich glaube, Golbat eliminieren. Ja. Und dann sollten wir eigentlich ziemlich sicher sein. Ist vielleicht, Zoroark ist nicht unbedingt das beste Pokémon für den Doppelkampf, denke ich mal. Seegesang füllt ein paar KP von uns auf und 1000 Erfahrungspunkte. Und hier kommt Stärke nochmal. Bye bye Slimer und es dürfte nochmal ordentlich Erfahrungspunkte geben. 408. Okay, war jetzt nicht so viel, aber ein paar. Wenigstens ein paar. Cleopatra als nächstes. Ach ja, da kommen ja noch weitere. Scheiß die Wand an. Dann würde ich Zoroark, weil es beides Unlicht sind, vielleicht sogar wechseln. Auf. Ja, auf wen? Auf Raider? Raider hat. Boah, ja, Raider wäre vielleicht besser wegen Rockheimer, ne? Weil da könnte Niklas ziemlich anfällig für sein. Ich wechsle mal auf Raider. Der braucht auf jeden Fall noch Erfahrungspunkte. Hoffen wir, dass es gut geht und dass Bisbug irgendwem richtig viel Schaden reindrückt, wo wir dann sofort nachsetzen können. Mogelhieb. Okay, wir hätten eh nichts ausrichten können. Stärke kommt. Das heißt, wir können gleich Rockheimer besiegen. Beziehungsweise ist Rockheimer schon besiegt. Sehr guter Job, Bispark. Sehr guter Job. Überreste tragen wir, ne? Stimmt. Nice, können wir auch den Mogelhieb wieder wegheilen. Und dann dürften wir zusammen schon ein bisschen Schaden reindrücken bei Cleopatra. Das finde ich ganz nett. Hier hast du einen Giftstreich. Ich hoffe, der gefällt dir. Der macht nämlich manchmal ganz viel Schaden und Stärke gibt dir den Rest. Ja, Charon, wir waren schon ein durchaus gutes Team. Der hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen, mein Freund. Zoroark erreicht Level 31 plus 3 im Angriff, plus 2 im Spezialangriff, plus 4 in der Initiative. Aber verteidigungstechnisch kommt halt nahezu nichts dazu. Ne? Der Arenaleiter ist bereits ziemlich stark, aber du bist einfach unglaublich. Und das, obwohl ich auf dieselbe Kombination zurückgegriffen habe, wie immer. Keine Ahnung. Danke, du bist wirklich stark geworden. Jetzt hilf am besten Bautz Junior. Ich bin nicht euer Laufbursche, Mann.
Aber okay, werden wir machen. Zuallererst würde ich allerdings ein Tafelwässerchen an das gute alte Zoroa geben. So, mal gucken, was macht denn Sinn? Gegen Raider sind Psycho-Attacken zum Beispiel sehr effektiv. Das ist keine Wirkung auf Zoroark-Kette oder Elektro-Attacken. Das wäre normal. Hier ist es so Käfer, das wäre gefährlich, weil das auch tatsächlich auf Zoroark sehr effektiv ist. Hier wäre es Wasser, Boden, Kampf. Ist auch sehr, sehr gefährlich. Ja, ich denke schon... Achso. Ich wollte eigentlich Raider jetzt nicht heilen, die 5 KP, sondern Raider nach hinten packen. Weil Zoroark dann als X-Bad erscheint. Und glaube ich, zumindest einige Schwächen ganz gut resisten kann. Ich werde es schnell zu Ende bringen, also hilf mir dabei. Bist du es etwa, der vor 5 Jahren in Eventura City ein Velilu gestohlen hat? Ich glaube, so schnell wirst du dem Ganzen noch nicht auf die Spur kommen, aber vielleicht findest du einen guten Hinweis. Von daher helfe ich dir einfach mal, auch wenn du mit Bitte hättest fragen können, okay? Slimer und Smogon. Okay. Slimer und Smogon auf Level 29. Kriegen wir zusammen hin, oder, Bautz Junior? Sollte kein Problem werden. Swadronin, sogar auf einem stärkeren Level, als wir es sind. Dann beginnen wir wieder mit Nachthieb auf Slimer. Hier kommt Nachthieb, mein Freundchen. Hast nicht mit gerechnet, was? Volltreffer, sehr, sehr gut. Hat ausgereicht. Und Aquawelle auf Smogon. Vielleicht reicht das sogar auch aus. Ist allerdings nicht so mega stark, die Attacke. Oh, schade, fast. Gyroball? Ja, bringt jetzt nicht so viel. Aber du hast mich enttarnt. Du hast mich enttarnt. Oh Gott, ein Radikal. Eieiei. Eieiei. Ich glaube, da greife ich sogar mit Schmarotzer an, oder? Radikal könnte einen guten Angriff haben. Das ist halt schwierig zu sagen. Wir haben halt auch keinen schlechten Angriff. Sogar einen ziemlich guten Angriff eigentlich. Aber Nachthieb wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Na komm, wir risken mal ein bisschen was. Wasserdüse auf Smogon. Okay, sehr gut. Auf Radikal hätte ich zwar, glaube ich, mehr begrüßt, weil Smogon nicht so eine große Gefahr ist. Aber hoffen wir einfach mal. Nachthieb kommt. Und es reicht aus. Wieder Volltreffer. Sehr, sehr geil. Okay, wunderbar. Und Siegesang halt jetzt, naja, nicht ordentlich kaputt, aber zumindest ein paar. Und Kuckmada. Kuckmada greift ja meistens mit Superzahn an. Von daher wäre das zumindest keine Gefahr. Ich würde jetzt ganz gerne mal Schmarotzer austesten. Einfach just for fun. Batz! Naja, okay. Zieht nur die Hälfte ab. Aber wer weiß, wie viel die anderen Sachen abgezogen haben. Habe ich keine Ahnung. Vergeltung. Ja, bye bye. War schön mit dir. Ciao. Wunderbar. Auch das ohne Probleme geschafft. So kann man leben, meine Freunde. 892 Erfahrungspunkte für Zoroark und damit Level 32. Dieses Mal, glaube ich, auch gut in der Verteidigung dazu bekommen, ne? Wenn es so weitergeht, ist dieses Schiff, die Plasma-Fregatte, so gut wie verloren. Okay, die Plasma-Fregatte, ja? Moment mal, ist nicht wahr? Mist, was jetzt? Tja, wir haben alle besiegt. Dann werde ich sie mal über das Velilu ausfragen. Okay, ich möchte auch noch einiges in Erfahrung bringen. Was geht hier vor? Einer der Weisen. Okay. Sieh mal einer an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Violaceus. Dann verrate mir mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du! Wir werden erneut das legendäre Drachen-Pokémon unterwerfen und über Einall herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Finstrio, bringt sie von hier weg. Damit du es weißt, wir sind nicht deine... ich weiß, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Okay. Das Finstrio? Was sind das denn für welche? An mir reicht's! Wohin ist Team Plasma verschwunden? Das Finstrio verfügt über übernatürliche Kräfte, die es ihm erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Ich mache mir aber mehr Sorgen darüber, was Violaceus vorhin gesagt hat. Was meinte er damit, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über Einall herrschen werden? Die legendären Drachen-Pokémon Reshiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einall. Flo, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte. Deswegen gehe ich zur Route 6. Pass auf dich auf. Okay, viel Erfolg, Charon.
Viel Erfolg. Viel Erfolg, Charon. Jetzt haben mich alle alleine gelassen. So, ich denke aber mal, dass wir jetzt in die Höhle gehen könnten. Oder die Höhle durchqueren könnten. Also die... Boah, jetzt will mir der Name gerade nicht einfallen. Wo ist denn das Pokémon Center? Ich glaube, hier hinten nicht. Ich glaube, das ist die Brücke. Komm, wir nehmen mal das Fahrrad. Damit sind wir ein bisschen düsiger unterwegs. Düsiger. Das ist ein sehr schönes Adjektiv, wie ich finde. Beschreibt unsere Lage auf jeden Fall sehr gelungen. So, bitteschön. Einmal hier. Und dann werden wir jetzt noch zwei Sachen machen, die ihr mir schon seit gefühlten 20 Folgen in die Kommentare schreibt und immer wieder sagt, hey Mann, mach doch mal das und das, du hast es uns versprochen. Ich habe überhaupt nichts versprochen, okay? Ich habe gesagt, ich will es nach Möglichkeit machen. Und zwar werden wir zum einen jetzt erst einmal zurückfliegen nach Rayono City zur Einklangspassage. Das ist Step Number 1, den wir heute noch angehen werden. Und Step Number 2 ist eigentlich Zoroark umbenennen, ihm einen Spitznamen geben, sofern das möglich ist. Aber ich glaube, es geht. Dazu müsste ich allerdings erstmal rausfinden, nochmal, wo der Namenbewerter ist. Ach ja, doch, ich weiß es wieder. Hattet ihr mir eben auch in die Kommentare geschrieben. Wusste ich auch, aber ich wusste nicht mehr genau, wie das war. So, jetzt sollten hier wahrscheinlich irgendwelche Leute umherlaufen, oder? Denen wir irgendwas empfehlen könnten. Aber irgendwie ist hier niemand. Oder muss ich mit euch wieder talken und dann kommt wieder irgendwer vorbei. Herzlichen Glückwunsch! Da hast du wirklich ein feines Geschäft eröffnet. Aber ein Geschäft ohne Kunden ist ja noch eine recht sinnlose Angelegenheit. Als nächstes musst du also potenzielle Kunden zu dem Geschäft führen. Dazu sprichst du Passanten an, um ihnen dann ein Geschäft zu empfehlen. Na sowas, da kommt ja gerade wieder jemand. So ein Zufall. Das ist die Gelegenheit auszuprobieren, wie das mit dem Empfehlen funktioniert. Hey, stopp! Genial! Ist das hier eine neue Einkaufsstraße? Ob es hier wohl tolle Geschäfte gibt? Na klar. Gibt es ein tolles neues Geschäft? Es gibt ein tolles Geschäft. Und zwar das von Händler Janusz. Ich verkaufe Qualität zum kleinen Preis. Ich empfehle das Geschäft. Ja. Gut. Ui, das sehe ich mir gleich mal an. Ja, dann viel Spaß. Venus besucht Händler Janusz. Janusz sagt, super. Venus sagt, genial. Venus sagt, Händler Janusz sagt, sie sagt Händler Janusz. Händler Janusz, was für ein tolles Geschäft. Venus hat sich sehr gefreut. Die Beliebtheit von Händler Janusz ist um 40 gestiegen. Um 40 direkt. Wow. Die Beliebtheit von Einklangspassage ist um 40 gestiegen. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einem potenziellen Kunden ein Geschäft empfohlen und so direkt dafür gesorgt, dass die gesamte Passage nun beliebter geworden ist. Immer weiter so. Wenn die Geschäfte an Popularität gewinnen, wird die Passage bestimmt nur berühmt. Ein guter Weg, mehr Kunden anzulocken, ist es, die Drahtlosfunktion zu nutzen. Na, ist das Ziege, bla bla, ja, ja. Connex Club, okay. Also Erwin, warum auch immer man hier nochmal einen anderen Namen bekommt, wir stehen dir auch weiterhin in unserer Funktion als Assistenten zur Verfügung. Du findest uns hier in diesem Raum. Wir helfen dir gerne, du kannst also wirklich jederzeit vorbeischauen. In diesem Sinne, gutes Gelegen und viel Erfolg. Okay, und jetzt läuft hier wahrscheinlich erstmal wieder eine Weile nichts lang, ne? Aber wir kaufen trotzdem auch selbst mal bei Janusz ein. Hallo, wir haben alles, was du suchst. Kaufen wir mal. Und zwar hast du immer noch das Wasserset und das Milchset. Ich würde ganz gerne das Milchset kaufen. Dankeschön. Ach, wobei, da sind jetzt 20 bei, ne? Und hier sind 12 Flaschen. Ach, die kaufe ich mir aber auch sehr, sehr gerne. Es ist alles viel billiger als Supertränke. Dankeschön. Bis dann, Janusz. So, und dann, wie gesagt, kann ich hier das Fahrrad benutzen? Ich kann das Fahrrad benutzen. Gott sei Dank. Das ist nämlich eine ganz schön lange Strecke. Wenn da irgendwann Leben drin herrscht oder so, okay. Dann mag das vielleicht alles gehen, aber so ist es im Moment noch ein bisschen... Naja. Gut, wir fliegen dann jetzt nochmal ganz zurück nach Stratos City. Denn dort finden wir den Namenbewerter und zwar im Medaillenamt. Oder im Haus gegenüber vom Medaillenamt. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und hier können wir wieder durch die Häuser durchgucken. Schöne Bugs. Einen Bug gab es übrigens, und das war mir gar nicht so bewusst, auch bei Turner, ne? Da sollte ja die Arena eigentlich dunkel sein, was nicht so ganz geklappt hat. Irgendwie war die hell erleuchtet und dadurch waren diese schwarzen Kreise, die plötzlich um die Arena oder um diese Plattform drum waren, ein bisschen sehr, sehr komisch. Ja, sollte eigentlich nicht so sein, aber irgendwie hat der Emulator da scheinbar ein paar Problemchen mit. Macht ja nichts. So, wo ist denn das Medaillenamt? Wo ist das Medaillenamt? Wenn ich das wüsste, wäre ich ein ganzes Schrittchen weiter. Aber ich glaube, es war, könnte in der allerletzten Straße gewesen sein. Weil ich mir fast sicher bin, dass es das hier ist. Hauptsache des automatischen Passantenumfragekomitees im Vorbeigehen die Welt verstehen. Hm. War es hier? Und jetzt direkt links?
Kann das sein? Oh ja, nice. Da steht doch nach dem Medaillenamt aus. Hallo, bist du der... Was suche ich nochmal? Den Namensbewerter, ne? Hallo, hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, ja. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja, mach mal. Und zwar würde ich ganz gerne den Namen von Zoroark bewerten lassen. Oho, Zoroark also. Das ist ein fantastischer Spitzname. Da kann man echt nicht meckern. Also dann kümmere dich auch weiter gut um Zoroark, ja? Ah, okay. Also können wir den Namen von Zoroark nicht umtauschen. Das geht leider nicht. Weil es eben nicht uns gehört, sondern im Prinzip Enya der Besitzer war. Das ist sehr schade, weil viele von euch gerne Zoroark gewesen wären. Ja, aber dann darf es eben keiner sein. Da kann ich nichts für, Leute. Da kann ich nichts für. Gut, dann fliegen wir zurück nach Maria City. Und hier an dieser Stelle machen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann geht's auf in die nächste Stadt und zum 6. Orden. Wir nähern uns tatsächlich. Wir sind schon in der zweiten Hälfte angekommen zumindest, ne? Krass. Bis dann. Ciao, ciao.